Ja, guten Tag, willkommen zu einem neuen Video von mir. Diesmal ein anderes Video. Ich habe ja schon gesagt, dass ich auch spezielle andere Videos auf meinem Kanal machen will. Ich meine, das, worauf ich gerade Bock habe. Und ich habe mich dazu entschieden, da wir ja jetzt fast Heiligabend haben, den 24. Dezember, ein eher weihnachtliches Video zu machen. Und indem es darum geht, also erstmal um den Weihnachtsbrauch. Zu Weihnachten, so wie ich es gelernt habe, bekommen die braven Kinder Geschenke, alles drum und dran. Und die nicht braven Kinder, die unartigen Kinder, werden quasi bestraft. Entweder bekommen sie nichts geschenkt, gar nichts, nada, nichts. Oder Kohle. Wenn sie ganz besonders unartig waren, bekommen sie mit der Rute 1 auf den Hintern geschlagen. Was ja schon mal für Kinder nicht so schön klingt. So wie ich es gelernt habe, ist es das, wie ich gerade gesagt habe. Aber in anderen Ländern der Welt, auf diesem kleinen Ball, auf dem wir leben, gibt es noch andere Geschichten, wo Arschversohlen noch am, sag ich mal, am niedrigsten eingestuft werden kann. Zum Beispiel in Österreich unten. Wenn du da unartig warst als Kind zu Heiligabend, da kam der Krampus um die Ecke, dessen Name ja jetzt durch Film und Serien bekannt sein sollte. Und wenn du ganz besonders böse warst, da kommt der an und stopft dich in seinen Sack und nimmt dich mit in sein Höllenreich. Dieser Dämon mit überall Fell und mit spitzen Hörnern, der quasi Satan porträtiert, der kommt an und schleift dich mit in die Hölle. Wenn du als Kind unartig warst. Die Legende ist vor allem verbreitet in Bayern und in Österreich. Und ich muss ehrlich sagen, oh Gott, das ist natürlich eine Geschichte, die von Erwachsenen auch quasi gesagt wurden, damit die kleinen Scheißerchen lieb bleiben und keinen Mist machen. Aber ein Dämon zu sagen, der kommt und dich mit wegschleppt und dich tot macht, wenn du nicht lieb bist, das ist dann schon ganz schön krass. Und das ist noch nicht mal das Krasseste, was ich auf dieser Liste gefunden habe und eingetragen habe. Und woanders gibt es dann zum Beispiel jemanden namens Krüla? Ich habe das mit Garantie gerade falsch ausgesprochen. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Krüla ist eine Hexe, die in Island wohnt und zu Weihnachten die unartigen Kinder einfängt und sie zur Suppe verarbeitet. Sie kommt quasi von ihrem Berg heruntergeflattert, wo sie gerade drauf wohnt, schnappt sich die unartigen Kinder, stopft sie in einen Kochtopf und verarbeitet sie zur Suppe. Dann gibt's denn noch den ich habe wirklich keinen Plan, wie man gerne Sachen ausspricht. Ich meine, er ist bekannt in Belgien und Frankreich und nicht gerade in gutem Grunde, er tut Kinder auspeitschen, die nicht gerade sehr nett waren zu Weihnachten. Ich meine, du feierst Weihnachten. Du warst unartig als Kind, die Tür springt auf, ein Typ kommt rein mit einer Peitsche und peitscht dir den Rücken blutig, weil du im letzten Jahr quasi Kacke gebaut hast. Das ist eine super perfekte Methode, um Kinder zu Weihnachten lieb zu bekommen. Und es ist nicht mal das Schlimmste. Noch weit nicht das Schlimmste. Wir haben das Ding aus Island halt. Dann hatten wir den Futter, wir hatten den Krampus, aber es gibt immer noch schlimmere Sachen. Denn da gibt es noch den... Oh Gott. Diese Namen, ich weiß nicht wie. Wir sind wieder in Island. Den... Bitte, liebe Isländer, tut mich nicht hassen. Oh, das ist ein... Jöland Kürturin. Oh Gott.
Es ist eine schwarze Katze, die in Islands Brauchtum dazu da ist, Leute zu bestrafen, die ihre Weihnachtskleidung entweder gar nicht oder nicht fachgerecht anhaben. Jawohl, du ziehst dein Pullover immer falsch rum an und die Katze kommt an, sie wird dich lebendig bei lebendigem Leibe wirklich fressen. Der Julakuturin, ein Name, ein wundervoller Name. Der wird ankommen und dich bei lebendigem Leibe fressen, wenn du in Island wohnst und du keine Weihnachtsklamotten anhast. Was für ein bescheuerter Brauch. Und der ist noch nicht mal der Schlimmste. Es geht noch weiter. Und in Griechenland. Ich bin jetzt gerade beim letzten angekommen von der Liste, von denen ich sagen will, was da alles abgeht in anderen Ländern der Welt. In Griechenland, da gibt es den... Oh Gott, diese Namen. Kalikatz... Oh Gott, bitte vergib mir, liebe Griechen. Kalikanzaroi. Oder irgendwas in der Art. Das sind so kleine Dämonen, Goblins, fast schon vergleichbar wie Poltergeistern. Und die rennen in den Häusern rum, wenn du keine Weihnachtsdeko hast und keinen Weihnachtsbrauch hegst und machen dir alles kaputt. Du kannst sie nur rausjagen, wenn du entweder ein irgendeinen Strauch vor die Tür legst oder ein Feuer im Kamin anzündest. Ich meine, stell dir mal vor, du bist nicht gerade sehr, sehr gläubig, du willst Weihnachten nicht feiern in Griechenland und auf einmal rennen dir so 20 Millionen tausend kleine Goblins die Hütte ein, werfen alles runter, zünden alles an, machen Scheiß in Hülle und Fülle, Fülle und Hülle und du kannst nichts dagegen tun, weil du nichts machen kannst. Und da sind wir hier in Deutschland noch ganz normal dran mit unserem Knecht Ruprecht, der kleinen Kindern nur den, ich sag mal in Anführungszeichen, nur den Hintern versohlt und ihnen nicht die Knochen bricht, sie nicht auffrisst, sie nicht verschleppt in irgendwelche Hölleneingeweiden. In dem Sinne kann ich nur sagen, an alle erstmal ein schönes Weihnachtsfest, einen schönen heiligen Abend und wenn ich vor Silvester kein Video mehr hochladen sollte, was bestimmt so wird, wünsche ich euch allen einen guten Rutsch und ein schönes neues Jahr 2020. Ich wünsche euch viel Spaß, viel Erfolg und danke für eure Aufmerksamkeit. Tschüss.